Ach, scheiße, was mache ich jetzt als Intro? Schuhe auf und zu machen ist überbewertet. Change my mind. Geiles Intro. Hey ihr Titten und herzlich willkommen zu Rotten Noises TVs Top Alben 2023. Ein Video, was eigentlich schon vor 2 Wochen rauskommen sollte, aber mache ich jetzt erst, weil, ja, ich habe ein neues Mikrofon bekommen, ich habe eine neue Kamera bekommen mit ein neues Kabel und deswegen sieht das jetzt besser aus, irgendwie nicht, weil alles einen Gelbstich hat, obwohl ich hier 2 Weißleuchten habe. Ich weiß das auch nicht. Das ist auch der 3. oder 4. Take. Ich mache das immer wieder, weil ich mit irgendetwas nicht zufrieden bin. Aber ich hoffe, es ist jetzt der letzte. Weil ich habe keine Lust mehr, das jetzt nochmal aufzunehmen. Und ich nehme diesen Take jetzt einfach. Egal, wie gut oder schlecht er jetzt geworden ist. Lebt damit, Leute. Was war als erstes? Dieses Video ist quasi jemandem gewidmet. Und zwar Dirk von Franconia Metal Time. Denn ohne ihn würde ich dieses Video wahrscheinlich gar nicht machen. Ich saß zwischen den Tagen auf der Couch. Und lag eher auf der Couch und ich habe nicht wirklich vorgehabt, noch ein Video, so ein Best-of-Video zu machen. Nur ich habe sein Video dann gesehen über, glaube ich, Top 30 oder sowas. Das werde ich nicht machen. Und da hat er mich tatsächlich ein bisschen beeinflusst und animiert, nicht bewusst wahrscheinlich von ihm, doch noch ein Video zu machen. Und das mache ich jetzt. 3 Wochen später. Aber besser später als nie. Was soll's. Und manchmal kriegt er das nicht hin, mein Gesicht zu fokussieren. Ganz merkwürdiges Ding. Ich habe unten, habe ich ihn mal verlinkt, denn er bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit für seinen Kanal, finde ich. Und guckt da gerne mal rein. Ich gucke jedes Video, was er rausbringt, gucke ich mir sehr gerne an. Alle seine Neues auf dem Plattenteller und was er da alles macht, ist immer sehr unterhaltsam und man kann ihm gut zuhören. Guckt da gerne mal rein. Und jetzt gucken wir uns mal oder hören uns mal die ersten Bands an, also die ersten Alben. Viel Spaß. Nummer 10. Memoriam mit Rise to Power, was ich zuerst völlig verwechselt habe, denn Rise to Power und To the End, ich weiß nicht, ich habe die irgendwie verwechselt. Und ich hatte völlig nicht mehr im Plan, dass das Album überhaupt rausgekommen ist, weil das ist ziemlich genau ein Jahr her. Das ist nämlich sehr, sehr früh 2023 rausgekommen und als ich diese Liste erstellt habe, dachte ich, ah ja, stimmt, da war ja was. Ups, wo kommt das denn her? Es ist eines der besseren Memoriam-Alben, finde ich. Es ist nicht so gut wie der Vorgänger, wie To The End. Allerdings besser als das davor, finde ich. Glaube ich. Ich komme noch manchmal ein bisschen durcheinander. Warum? Das ist auch der Grund, warum das halt so auf Platz 10 jetzt ist. Die ähneln sich alle sehr, sehr doll. Das sind wirklich nur Nuancen, die es halt besser machen oder nicht. Und es ist ein bisschen wie bei Both Thrower, nur dass Both Thrower vielleicht einfach den Status hat, einfach geil zu sein. Und deswegen sind halt irgendwie alle geil von alle Musik geile, also alle Alben geile. Bei Memoriam ist es halt leider nicht so und deswegen nur Platz 10 für Rise of Power, Rise to Power. Nummer 9, Suffocation mit Hymns of the Apocrypha. Habe ich nicht mitgerechnet, dass das überhaupt in der Top 10 drinne sein wird, denn sie haben den Sänger gewechselt und normalerweise ist das ja eher jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen, dass wenn sie den Sänger wechseln, siehe Equilibrium, aber in diesem Fall hat es denen wirklich keinen Abbruch getan und ich finde das echt gut gewordenes Album. Ich war skeptisch, ich wurde eines Besseren belehrt. Es hat Spaß gemacht. Ich würde sie live gerne sehen. Ich glaube, die spielen dieses Jahr auch in Hamburg. Da würde ich auf jeden Fall hingehen. Habe ich Bock drauf. Suffocation mit Hymns of Apocrypha. Platz 8. Und ich sehe, ich habe diese Liste seit unserem Podcast nicht geändert. Also 8.2 und 8.1. Ich habe aus Versehen zweimal den 8. Platz vergeben. Ich habe die beide einfach gleich lieb gehabt und deswegen sind die jetzt halt da. 8.2, Plague Maze mit Reptilian Warlords.
Was ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass die ein Album rausbringen. Und ich war auch erst sehr skeptisch, weil das ja schon comic-mäßig aussieht. Und das war ich mir ein bisschen unsicher, aber Gott sei Dank hatte das Cover relativ wenig mit der Musik zu tun. Und dementsprechend ist das ein sehr geiles Album geworden. Wir haben einige Thrash-Anleihen, vor allem was die Gitarren angeht, aber der Gesang ist halt typisch growlig Death Metal und macht sehr, sehr viel Spaß. Punkt 1, das einzige Thrash-Metal-Album in dieser Liste, wenn man die Honorable Mentions, ist das ein Scheißwort, mal außen vor lässt. Ex Mortis mit Necrophony, ist ja auch egal. Habe ich unglaublich spät dieses Jahr erst, oder bin jetzt unglaublich spät dieses Jahr erst drauf gestoßen. Ich habe dieses Jahr nämlich unglaublich wenig Thrash-Metal gehört und das finde ich sehr, sehr schade. Vielleicht gibt es noch mal ein Thrash-Metal-Video wie in diesem Stil hier. Fürs Erste aber, Ex Mortis Necrophony ist so geil, wie sage ich immer, knackig. Knackig, schlitzig, macht mega Spaß. Harte Kante in die Fresse, macht Spaß. Nummer 7, Parasitario. Und hier kann ich tatsächlich mal in die Kamera halten. So, irgendwie. Ja, passt schon. Parasitario, Everything Belongs to Death von FDA Records. Habe ich eine kleine Krachmusik drüber gemacht. Sehr, sehr geiles Album. Es klingt wie, ja, Oldschool Death Metal aus den Niederlanden in Japan. Oder halt, ja, oder so ähnlich. Weil es klingt ja wirklich so, als hätte Martin Van Drun einfach noch eine Band gemacht. Allerdings kommen die halt alle aus Japan und dort ist kein Martin Van Drun drin. Kann man hier auch sehen. Kein Martin Van Drun. Manche würden sagen, ja, das ist halt ein Oldschool Death Metal Album, wie wir sie halt ganz viel schon gehört haben. Aber irgendwie mit dem Sound und dem Gesang zusammen haben die ein echt geiles Debütalbum rausgebracht. Und das ist Schockbiesel. Ich hoffe, dass sie live nochmal irgendwann nach Deutschland kommen, dass wir sie hier sehen können. Da hätte ich mega Bock drauf. Nummer 6. Vomitory mit All Heads Are Gonna Roll. Warum ist das bei mir nur auf Platz 6 und bei meinen Podcast-Kolleginnen und Kollegen wesentlich höher? Weil ich es voll verplant habe, dieses Album mehr zu hören. Und ich habe, glaube ich, einmal reingehört, fand es geil und habe mich so daran erinnert. Hätte ich es, glaube ich, ein bisschen mehr gehört, wäre es wahrscheinlich auch wesentlich weiter oben gelandet. Aber jetzt so, es ist von vorne bis hinten ein Prügelalbum, wo ohne Probleme Vomitory drauf stehen kann. Es ist ja ein Album nach einer relativ langen Pause, ein sehr gelungenes Comeback auf jeden Fall, finde ich mega, mega geil. Haben sie ein geiles Album gemacht. Haben sie gemacht. Mega. Platz Nummer 5. Carnal Tomb mit Embalmed in Decay. Erstmal ist das Cover wunderschön. Ich finde, das Grün-Lila passt sehr gut zusammen und die Platte ist auch lila. So, mehr zeige ich euch nicht. Ich denke, davon haben sie noch einige Hits die nächsten Jahre zu spielen, denn sie haben die typischen, ich glaube, das nennt man Offbeat, richtig, richtig geile Offbeat-Songs und groovige Songs obendrauf, die ich ja immer so gerne geil finde. Ja, die finde ich gerne geil. Und ich denke, da haben sie die nächsten Jahre noch ein paar Sachen von live zu spielen, weil das echt ein geiles Album geworden ist. Ich habe es mir extra vorbestellt, ist es leider dann erst 2 Wochen nach Release bei mir angekommen, aber ich habe es mir nicht digital angehört, sondern wollte das von vorne bis hinten auf dem Plattenteller hören und es hat sich gelohnt. Mega geil. Was ihr machen könnt, also wenn ihr mal gefragt werdet, was ist denn einfach nur mal eine Death Metal Band, dann könnt ihr, also ohne Viking Death, kein Viking Death Metal, kein Melo Death Metal, kein Oldschool Death Metal, kein was auch immer Death Metal, sondern einfach nur
Death Metal. Nichts anderes. Kein Special Snowflake-Ding, sondern einfach nur Death Metal, das sind keine Tour. Die brauchen kein Special-Ding sein. Einfach nur Death Metal. Und das machen sie auch noch verdammt gut. Darum verdient der Platz 5. Platz 4, Endseeker mit Glöbelwärming. Also, das steht da zumindest drauf. Ich find's geil, dass sie es doch nochmal geschafft haben, ihren Vorgänger zu übertreffen. Was nicht unbedingt selbstverständlich ist, muss man da auch sagen. Haben sich mega viel Gedanken mit diesem Album gemacht. Live ein Mega-Album. Es hat live unglaublich viel Spaß gemacht. Die Songs können sie auch noch ein paar Jahre spielen, auf jeden Fall. Ja, ah nee, ich hab das ja ein Unboxing-Video gemacht. Da könnt ihr euch das Unboxing-Video nochmal angucken von der Deluxe-Box. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Album. Wir haben den typischen Sound von denen, den typischen Lenny-Gesang, fetzt und mäht alles weg. Platz Nummer 3 habe ich leider, also Platz Nummer 2 auch nicht, habe ich leider nicht auf Platte. Noch nicht, muss ich sagen. Nummer 3 geht an Sanguisugarbok mit Homicidal Ecstasy. Kann mir diesen Namen nicht merken. Ja. Wie erkläre ich das? Für Leute, die nicht Sanguisugarbok kennen, das ist sehr, sehr tief gestimmte Gitarren. Schon an, geht auch schon in die Richtung übersteuert. Der Gesang ist unglaublich tief gurgelig und haben sehr viel Groove. Also sehr groovige Songs. Natürlich auch schnelle, aber auch viele groovige Songs. Die finde ich nämlich ultra, ultra geil. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, dieses sehr tiefe, grunzige Etwas irgendwie zu haben. Der macht die ganze Zeit... Hier, da bin ich. Hallo. Nicht den Tisch, du Affe. Ich glaube, ich müsste mir mal, muss mal vor den Tisch hier so gehen. Dann erkennt er mich auch. Was ist denn das? Sag mal. Wo war ich? Der Tisch hat mich völlig rausgebracht. Ja, ist ein geiles Album. Ich stehe auf dieses rumpelige, tiefe Gerotze. Geht auch echt ordentlich in die Grindcore-Richtung. Volle Granate nach unten in die Fräsen. Weißt du? Gut. Wo wir gerade von in die Fräsen sprechen. Dying Fetus mit Make Them Beg for Death. Ich habe mich sehr auf dieses Album gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Album zu hören. Die haben wirklich Hit nach Hit auf diesem Album aufgeschrieben. Ich verstehe nicht die Leute, die sagen, wie kannst du die Songs denn auseinanderhalten? Wie macht ihr das denn bei den Alben davor? Ich finde das da viel schwieriger. Die haben wirklich hier Songs rausgebracht, wo du echt sagst, jo, das ist der, das ist der, das ist der. Die erkennst du. Und das ist mega geil. Ich habe mir nicht umsonst von dem Album auch den Longsleeve Ex aus Amerika einfliegen lassen, weil es den Europa einfach nicht gibt, was irgendwie ganz viele Bands machen. Einfach besseren Merch in Amerika produzieren. Sogar deutsche Bands teilweise. Ich muss sagen, das hat sich hammer gelohnt. Ich brauche sie jetzt nochmal auf Schallplatte, damit mir fehlen die Worte. Hört euch Dying Fetus an, das habt ihr wahrscheinlich alle gehört. Sonst wärt ihr nicht auf diesem Kanal. Bevor wir zu Platz 1 kommen, sind hier jetzt noch einmal die 5, 7 oder so Honorable Mentions von 2023. Viel Spaß. Yeah.
Und Platz 1 habe ich mir natürlich auf Platte geholt, da konnte ich nicht anders. Frozen Soul mit Glacial Domination. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil das bei Dirk auch auf Platz 1 gelandet ist. Und es ist ein Wahnsinnsalbum. Übrigens, man kann auch sagen Glacial Domination. Warum auch immer. Ja, wo fange ich an? Es ist ein unglaublich durchdachtes Album. Also wirklich auch hier alles natürlich, die sind natürlich alles in Richtung Eis. Die Platte ist in einem wundervollen, schönen Schneeweiß gehalten, was ja auch passt. Und ich wüsste jetzt nicht, welcher Song davon irgendwie schlecht ist. Der Vorgänger war schon geil, den haben sie noch geiler gemacht. Die machen keinen Hehl daraus, dass die Boy Thrower eigentlich ganz geil finden. Das hört man schon raus. Die Stimme hast du so im Death Metal halt auch noch nicht gehört. Und dann schaffen sie es mit diesen Oldschool-Synthesizern, die sie da noch reinbringen, halt auch noch so eine richtig schön düstere, unangenehme Atmosphäre noch mit reinzubringen, was mega geil ist. Liebe dieses Album. Und ich hoffe, ich schaffe das irgendwann nochmal Unterschriften dafür zu kriegen. Wenn dann ich will alle meine Top-Alben, Nummer 1-Alben, alle irgendwie auf Platte haben. Und das habe ich damit. Vom letzten Jahr, habe ich das vom letzten Jahr auch schon? Also 22? Ich weiß gar nicht, was war das 22? Müsste ich nochmal gucken. Aber gut. Das war's von, das waren die meine quasi Top 15 und wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht gibt's noch mal so ein Top 10 Thrash Metal, da muss ich aber noch mal gucken. Vielleicht mache ich es noch nicht. Und demnächst kommt wieder ein Livestream. Da schnacken wir dann drüber, was so alles auf diesem Kanal dieses Jahr passieren soll. Ein paar Sachen möchte ich anders machen. Ich möchte das nicht irgendwie in einem Video machen, sondern ich mache das in einem Livestream und vielleicht schneide ich das dann einfach raus. Dann guckt unten in die Videobeschreibung zu Dirk und lasst dein Abo da. Dann freut er sich, den kriegt er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und hier ist noch Bums. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.